Schule. Was die einen mögen, ist für die anderen reiner Horror. Ich möchte mir heute aber anschauen, wie gerecht das österreichische Schulsystem ist und welche Probleme es gibt. Heute geht es um Digitalisierung und Gerechtigkeit. Schauen wir uns zuerst die Fakten an. Circa 580.000 Schülerinnen und Schüler sind dieses Jahr in einer Pflichtschule. Insgesamt besuchen 1.130.000 Schüler einen dieser Schultypen. Schauen wir auf letztes Jahr zurück. Am 20. April und 31. Mai 2022 wurden mit ca. 9.000 zufällig ausgewählten Schülern die sogenannte PISA-Studie durchgeführt. Und im Gegensatz zu Deutschland hat Österreich schlechter abgeschnitten in der Naturwissenschaft. Doch eine Sache merkt man dann sofort: die Zahl an leistungsstarker Schüler sinkt stark in beiden Ländern. Aber wieso werden viele Schüler immer schlechter? Schauen wir uns jetzt einfach ein paar Problempunkte an. Laut dem nationalen Bundesbericht aus dem Jahr 2012 schneiden Kinder mit Migrationshintergrund schlechter ab. Natürlich muss man bedenken, dass der Bericht vor über 10 Jahren entstanden ist. Jedoch gibt es auch heute noch Artikel, die das belegen. 2021 waren es 259.000 Jugendliche mit Migrationsgeschichten. Das sind 28% der Schüler. Vergleichbar nun Schüler, deren Eltern dasselbe Bildungsniveau haben, gibt es keine Unterschiede zwischen Schülern ohne Migrationshintergrund und jenen mit. Formell sieht es also dabei in Österreich ganz gut aus. Für Anteil der Jugendlichen, die der Schulpflicht im Bildungssystem bleiben, gibt es keine Unterschiede nach der Herkunft. Formell sind die Schüler demnach gut integriert. Jedoch gibt es in dieser Gruppe laut Auswertung des Mikrozensus immer noch mehr frühere Schulabgänger mit maximalem Pflichtschulabschluss. Das sind 7,9% ohne Migrationshintergrund, 8% mit Eltern, die im Ausland geboren sind und sogar 9,5%, die in einem anderen Land geboren sind. Laut Studien würden Kinder mit Migrationshintergrund lange im Schulsystem verweilen, aber häufiger ihre Karriere abbrechen. Und die Corona-Pandemie hat die Situation nicht verbessert. Der Anteil an Schulabbrechern ist deutlich gestiegen. Laut Soziologe Johann Bacher bräuchte es mehr Unterstützung für Risikoschüler, zum Beispiel mit mehr ganztägigen Schulangeboten. Im November 2020 wurden Lehrer, Eltern und Schüler befragt zum Stand der Digitalisierung. Und tatsächlich denken die meisten, dass wir mit der Digitalisierung richtig verschlafen haben. 39% denken das. Dahinter 35% sind diejenigen, die denken, dass Österreich auf einem guten Weg ist. Und auf letztem Platz sind die Leute, die sich sicher sind, dass mit der Digitalisierung übertrieben wird. 22%. Auch der EU-Rechnungshof kritisiert mangelnde Digitalisierung. Verschiedene EU-Programme stellen hohe Geldsummen zur Unterstützung der digitalen Bildung bereit. Allein im Wiederaufbaufonds beliefern sich die Mittel für diese Zwecke auf 11 Milliarden Euro. Die EU hat ehrgeizige Pläne für die digitale Bildung und kann den Schulen dabei helfen, mehr Technologie einzusetzen, so der zuständige Prüfer Pietro Russo in einer Aussendung. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die EU-Fördermittel besser eingesetzt werden können. Viele Schulen hatten gar nicht erst die Infos zu diesem Angebot der EU. Und weiter müsste man viele Lehrkräfte weiterbilden, die wenig Ahnung von Technik haben. Ein gutes Konzept für den Einsatz neuer Technologien im Unterricht würde auch fehlen. Ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Chancengleichheit in der Bildung aus dem Jahr 2018 ergab, dass in Österreich die Bildungsmöglichkeiten besonders ungleich verteilt sind. Hierzulande sind die Leistungen stärker vom sozioökonomischen Hintergrund abhängig als im OECD-Schnitt. Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen noch seltener einen Hochschulabschluss. Für 87% der Österreicher ist eine Gesellschaft dann gerecht, wenn Kinder die gleichen Chancen bekommen, unabhängig davon, was ihre Eltern gelernt haben oder verdienen. Das ergibt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes IFAS. Eine andere Umfrage zeigt auch ein Gefälle zwischen Älteren und Jüngeren sowie Stadt und Land auf. Am gerechtesten empfinden Personen, die über 70 Jahre alt sind, die Chancen im Bildungswesen. Die Personen bis 30 sehen das System am kritischsten. In dieser Altersgruppe empfinden nur 49% das Bildungssystem als sehr oder eher gerecht. In sehr kleinen Gemeinden erleben die Menschen das Bildungssystem als gerechter als in Städten ab 50.000 Einwohnern. Ein weiterer Punkt zum Thema hat auch Simplicissimus in ihrem Video über Schulnoten erwähnt. Das Video findet ihr da oben auf dem i. Laut Studien sind Lehrer sehr wichtig für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Mehrere Lehrkräfte beurteilen dieselbe Arbeit zum Teil deutlich anders. Das haben Studien wiederholt gezeigt. Im Fall von Deutschtexten ist es vielleicht wenig überraschend. Tatsächlich
wird deren Bewertung auch von vielen Wissenschaftlern als sehr subjektiv und schwierig eingeschätzt. Das bedeutet, dass ein Lehrer deinem Deutschtext eine 2 geben kann, aber der Lehrer aus der Nachbarsklasse kann auch eine 4 geben. Im Vorarlberg gibt es einen sehr hohen Bedarf. Dort gibt es jetzt für neue Lehrer eine Prämie mit 180 Euro im Monat über einen Zeitraum von 2 Jahren, wenn man Lehrer gewinnt. Zudem sind nur ein Drittel der Lehrer zufrieden mit ihrem Job und laut einer parlamentarischen Anfrage werden diese über 4000 Pensionierungen erwartet. 93% der Lehrer finden, dass es in ihrem Arbeitsalltag Verbesserungspotenzial gebe. Zudem, wie ich es auch schon vorher angesprochen habe, gibt es einen großen Mangel an Schulungen für technische Geräte. Schauen wir uns an, wer es denn besser macht. Estland, eines der ärmsten Länder der Welt, aber es hat auch ein viel besseres Schulsystem. In Estland haben Lehrer eine unglaubliche Autonomie. Die Direktoren stellen all ihre Lehrerinnen und Lehrer selbst ein und können diese auch selbst kündigen. Die Dienstverträge schauen unterschiedlich aus. Manche Lehrer unterrichten 22 Stunden, andere nur 15 Stunden, weil sie sonst die Mathekoordination leiten oder Reflexionsgespräche mit Kolleginnen und Kollegen machen. Auch die Gehälter sind teilweise flexibel. Manche Schulen haben sogar eine 4-Tage Unterrichtswoche. Am 5. Tag unterrichten diese Schulen im Independent Learning, wo die Schüler entweder daheim lernen, in Gruppen ins Museum oder in die Natur gehen. Dann zeigen sie via Zoom den Lehrern, was sie gelernt haben. Kommen wir zum Fazit. Das österreichische Schulsystem ist nicht ganz kaputt. Es gibt natürlich gute Sachen, die es in anderen Ländern nicht gibt. Zum Beispiel, die Schulbücher zahlt hier der Staat, aber in Italien müssten sich die Schüler alle Bücher selbst kaufen. Es gibt aber auch hierzulande große Probleme, die dringend behoben gehören. Das war's von diesem Video. Ich habe tatsächlich nachgeschaut und nur 6% meiner Zuschauer sind Abonnenten. Also wenn euch meine Videos gefallen, abonniert gerne diesen Kanal, weit ziehen bis 2040 sind 300 Abonnenten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.